Hallo liebe Otto-Enthusiasten, heute ist Samstag, der 15.10.22. Wir sind mal wieder unterwegs. Wir haben schon 3 Kilometer auf der Uhr, wir sind in Bochum. Ja, und wir wollen heute mal einen Stadtteilrundgang machen, und zwar den Stadtteil Quernburg. Oh, es ist viel zu windig. Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet, oder wir haben gewartet, dass der Wind aufhört. Weil das ist so schlecht für die Tonaufnahmen. Vielleicht geht's. Ja. Diese Wanderung oder diese Idee zu dieser Wanderung ist entstanden. Wir waren im Sommer, waren wir in der Hustadt hier in Bochum-Quernburg, haben uns da irgendwas angesehen, ich weiß gar nicht mehr was. Und da fragte uns ein netter Mann, ob er uns helfen kann, ob wir unterwegs wären mit dem Buch Bochum entdecken, 25 Stadtteilrundgänge. Und wir so, nö, aber wir kennen das Buch, haben wir dem Mann dann erzählt. Da haben wir in den späten 90ern, frühen 2000er Jahren quasi mit angefangen zu wandern. Unter anderem mit diesem Buch, wir hatten auch noch andere. Ja, und dann haben wir uns unterhalten. Und der Mann so zu uns, kennen Sie mich eigentlich gar nicht? Und wir so, nö. Obwohl wir beide gedacht haben, so im Nachhinein, irgendwoher kennen wir den. Da meinte er, ja, ich bin Axel Schäfer. Und wir so, nein. Das wisst ihr jetzt womöglich nicht, aber Axel Schäfer ist der Bundestagsabgeordnete für Bochum. Von der SPD. Von der SPD, ja. Und der erzählte uns dann, jetzt muss ich hier Pause machen, da sind mir zu viele Leute. Genau, der erzählte uns dann, dass er ja Mitherausgeber des Buches ist, Bochum entdecken. Der neuen Ausgabe. Ja, da gibt es schon viele Ausgaben, ja, ja. Aber 22 kam die neue Ausgabe. Und ja, das habe ich mir dann auch, oder haben wir uns dann gekauft und hatten so den Plan, jetzt verschiedene, also viele Stadtteilrundgänge zu machen. 25 Stadtteile sind da drin in dem Buch beschrieben. Genau. So wirklich interessant, also historisches, aktuelles und genau. So weiter. Und also Besonderheiten, auch manchmal was Witziges, sehr viel Politisches. Und so weiter und so fort. Also sehr interessant. Ja, und eine aktuelle Ausgabe. Und ja, also ist wirklich nett. Der Axel Schäfer, müssen wir echt sagen. Und ja, für Quernburg haben wir uns jetzt so entschieden. Warum eigentlich Quernburg? Weil wir den Axel Schäfer da getroffen haben. Ja, gut, wir hätten natürlich ja auch einen anderen Stadtteil nehmen können. Wir nehmen den. Ja, Quernburg ist interessant. Genau. Da waren wir ja schon so oft mit unseren Wanderungen. Genau. Aber wir entdecken da auch immer wieder was Neues. Richtig. Und da geht es als erstes Ziel heute zur Ruhr-Universität, wo wir bei der letzten Graffiti-Wanderung unlängst noch waren. Schließt sich der Kreis. Schließt sich der Kreis. Aber dennoch wird es da jetzt ein paar interessante Dinge geben. Dieser Stadtteilrundgang im Buch, der ist rund 8 Kilometer lang. Da startet man an der Haltestelle Ruhr-Universität oder ist das Hustadt? Weiß ich nicht, welche. Ja. Es sind ja beide Haltestellen. Da, wo die bekannte Brücke ist. Ja, naja. Ruhr-Universität. Ruhr-Universität. Werdet ihr ja gleich sehen. Ja, hier sind wir an der Universitätsstraße. Genau. Nichts Besonderes. Eine völlig überdimensionierte Straße, so hat man so in den 60ern gedacht, war das Zeitalter des Autos. Mein Gott, eigentlich müssten wir die noch breiter bauen. Immerhin ist in der Mitte der Straße die U35. Und es gibt einen echt guten Fahrradweg. Und einen super Fahrradweg hoch nach Quernburg und auch von Quernburg, von der Hochschule, bis in die Bochumer Innenstadt. Wunderbar. Erste Station ist doch der Supermarkt gleich hier, wo wir uns erstmal Wasser zulegen werden. Dann würde ich sagen, begleitet uns auf einer weiteren Tour durch unser schönes Bochum, Klammer auf, Ruhrgebiet, Klammer zu. Auf geht's! Thank you.
5 Kilometern befinden wir uns hier an der Dr. Gerhard Peschelt Brücke an der Ruhr-Universität Bochum. Und dies ist auch der Ausgangspunkt der Stadtteilwanderung durch Quernburg. Ja, wir sind hier zu Fuß hin. Man kann natürlich auch bis zur Haltestelle Ruhr-Universität mit der U35 fahren. Dann kommt man genau auf die Brücke. Genau, das Buch, ne, den Umschlag. Ach so. Das ist das Buch, was uns heute führen wird. Ja, der Stadtteil Quernburg wurde das erste Mal urkundlich im Jahre 890, muss man die Kamera gerade machen, 890 erwähnt. Aber man hat hier Sachen gefunden, die darauf schließen lassen. Also, wie hießen die? Quarzierwerkzeuge, genau. Oder so. Darauf. Ja, Quarzitwerkzeuge. Quarzitwerkzeuge. Mussten wir erstmal googeln, war gar nicht so einfach. Warum schreiben die in dem Buch nicht, dass man hier, weiß ich nicht, Keile. Faustkeile aus der Altsteinzeit. Aus der Altsteiner. Quarzitgeräte. Geräte, so hieß es. Also Leute. Ja, auf jeden Fall ist das hier purer Beton, eine Freude für Brutalisten. Da gibt es auch einige Bücher wohl über die Ruhr-Universität, über die Architektur. Und wie gesagt, das ist jetzt hier die Dr. Gerhard Peschelt Brücke. Der war, habe ich ja gerade gefilmt, Oberstadtdirektor seinerzeit. Und ja, hier ist es immer sehr, sehr windig. Deshalb hoffe ich mal, die Tonaufnahmen werden genau. Was. Aber ich und denke der schon, hat 1961 ja. Die Ruhr-Universität nach Bochum geholt, weil es gab nämlich eine Konkurrenz zwischen Bochum und Dortmund und genau. Wir haben gewonnen. Richtig. Oh. So. Und der Stadtteil Quernburg war bis dahin war sehr ländlich geprägt. Genau. Es gab aber natürlich schon in der Hochzeit der Zechen und so, der Kohleförderung, gab es hier auch ein paar Zechen, Schächte. Ich halte die Kamera extra so, weil da so viele Leute hergehen. Du bist ja nicht ins Bild. Nein. Und die letzte Zeche hat 1961 geschlossen. Das war die Zeche Klosterbusch. Genau. Und 1961 begann auch der Bau der Ruhr-Universität. Genau. Der ging dann bis 1964. Ja. Heute, nachdem Opel weg ist, hier aus der Stadt Bochum, ist die Ruhr-Universität der größte Arbeitgeber. Ich habe vergessen, wie viele Leute hier arbeiten, aber ganz viele Professoren. 40.000 oder so. Ja, irgendwie. Das reichen wir aber nach. Wir haben das Buch ja mit. Genau. Wir haben uns das zwar heute Morgen durchgelesen, aber das kann man sich ja nicht alles merken. Muss ja auch nicht. Ja, es hat zwischendurch mal angefangen zu regnen. Es ist immer noch relativ mild. Ich habe mein Sweatshirt ausgezogen. Du hast gar keine Jacke an, ne? Doch, die ist hinten drin. Ja, okay. Also das ist eigentlich prima Wetter zum Wandern. Es sei denn, es kommt gleich zum Dauerregnen. Ich mache mal hier so eine Rundum-Aufnahme. Und ich gucke schon mal, wo wir her müssen. Ja, ich glaube zum Audimax. So sieht das hier aus. Wir haben ja schon einige Videos hier an der Ruhr-Universität gemacht. Auch damals während des Lockdowns waren wir ja hier unter dem Motto kontaktloses Wandern. Ja, so sieht es hier aus. Und ja, das musische Zentrum habe ich gerade schon gefilmt. Und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Der Stadtteilrundgang fängt ja an der Brücke an und wenn man ein paar Meter gegangen ist, stößt man also in Richtung Audimax. Das ist nämlich das nächste Highlight auf der Wanderung, kann man hinter mir sehen.
stößt man auf die Guernica. Das ist ein, nee, Gemälde kann man nicht sagen. Ist ein Gemälde, genau, aufgetragen auf der Wand. Ja. An einem Gebäude der Ruhr-Universität von Pablo Picasso. Und ich glaube, an der Bibliothek sogar. An der Bibliothek, genau, an der Bibliothek, ja. Vorderseite, richtig. Und wenn man um die Bibliothek rumgeht, in Richtung Audimax, kommt man an der Kunstsammlung der Ruhr-Universität Bochum vorbei. Diese hat über 380 Exponate von ganz berühmten Künstlern, unter anderem Josef Beuys, Günter Uecker. Ja, da waren noch einige, also die man auf jeden Fall kennt. Und dann gelangt man, und es gibt auch noch Kunstwerke draußen. Ach ja, Richard Serra, Stahlskulpturen und auch sehr viele Fotografien. Und wenn man dann über den großen Platz auf das Audimax zugeht, was ihr hier hinter mir seht, dann eröffnet sich der Blick auch auf das Ruhrtal und auf die anderen Gebäude. Hier nebenan sind vier große Gebäude, die werden jetzt gerade renoviert. Und an der Ruhr-Universität Bochum, das war die erste Uni, an der man vier verschiedene Wissenschaften zugleich oder nebeneinander parallel studieren konnte. Ja, in dem Audimax, was ihr hinter mir seht, finden Vorlesungen statt, aber auch Konzerte. Das hat nämlich eine super gute Akustik, ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen und gehört auf jeden Fall zum Baustil des Brutalismus. Genau. Und ist von... Jetzt haben wir es wieder. Hendrik Petschnik. Genau. Und Partner. Petschnik. Wie alles hier von denen. Und Partner. Der hat die ganze Ruhr-Universität auch entwickelt, also den Grundriss, aber das Audimax so als zentrale Stelle hat er hier auch gebaut. So. Da kann ich nur was. Die Bürger und auch viele Studenten waren natürlich überhaupt nicht einverstanden mit diesem Baustil. Das sieht ja schon echt heftig aus. Mhm. Das ist eine Zackenkrone da oben. Und ja. Petra hat ja gerade schon gesagt, das ist alles in die Jahre gekommen. Sieht schon ziemlich abgefuckt aus. Aber ich glaube, das wird dann auch irgendwann mal renoviert. Ne? Genau. Weil mittlerweile ist das das Wahrzeichen der Ruhr-Universität und gehört natürlich auch zu Bochum. Und ist eigentlich, wenn man hier so drumherum läuft, hat das alles schon total was. Irre. Ja. Ja, genau. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Wo ist das nächste Ziel? Der Botanische Garten. Der Botanische Garten. Jetzt können wir endlich mal ein paar Meter gehen, richtig? Genau. Okay, bis gleich. Bis gleich. Thank you.
Ich weiß nicht, ob man das noch sieht, aber hinter mir, ja, da ganz hinten, könnt ihr noch die alte Reste der alten Siedlung Lennershof erkennen, die ja auch zu Ruhr-Uni-Zeiten und noch davor entstanden ist, um den Arbeitern hier Wohnraum zu bieten in der Nähe der Uni. Wie man sieht, wird heute hier neu gebaut. Ich finde es schrecklich. Ich meine, gut, wir brauchen Wohnraum, aber ist eigentlich wirklich schade um diese schöne alte Siedlung. Ja, so können wir euch die nur in ganz kleinen Teilen noch vorführen. Wir sind gerade, wie ihr gesehen habt, ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier ist alles matschig von den Bauwegen. Volle Mocke hier unten. Und das ist sehr glatt. Was wollte ich sagen? Ach so, wir sind gerade aus dem Botanischen Garten gekommen. Dort haben wir uns ziemlich lange aufgehalten, weil man einfach zu viel filmen konnte von den Gewächshäusern, die man begehen konnte, dann die Pflanzen, die draußen wachsen. Also habt ihr ja gesehen, einige wirklich sehr schöne Bilder und Eindrücke. Auch der Chinesische Garten, immer einen Besuch wert. Also wer in Bochum ist, da kann man sich schon mal 2-3 Stunden aufhalten, würde ich mal sagen, oder? Auf jeden Fall. So, unser nächstes Ziel ist... War ja jetzt die Siedlung. Lennershof, ne? Und war jetzt der alte Lennershof. Ja, aber ach so, da müsste noch so ein altes Bauernhaus sein. Mal gucken, ob sie das nicht auch weggerissen haben. Wir müssen hier runter. Okay. Damit wir da wieder drauf kommen. Genau, Barenbergstraße. Barenberg war doch auch irgend so ein bekannter. Ich weiß es aber nicht mehr. Muss ich nochmal nachgucken. Irgendwas hatte der, hat nicht der Begründer der Siedlung oder was? Ich weiß es nicht. Ich guck nochmal. Wir melden uns gleich noch mal wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Stadtteil Ustadt, der auch im Rahmen des Universitätsbaus wurde der errichtet, dieser Stadtteil. Und der wurde sehr kritisch gesehen, weil da sind sehr viele Hochhäuser. Manche berichteten dann von Wohnen in gestapelten Beton. Ja, und das hat sich auch alles nicht gut entwickelt. Da sind dann durch die Förderung, wie hieß das denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, also Mietbeihilfen, genau. Sind da so viele sozial Schwächere hingezogen, was ja jetzt erstmal nichts Schlimmes ist. Aber es geht hier ziemlich steil bergauf. Der Stadtteil wurde ziemlich vergessen. Dort hat sich die erste Bürgerinitiative Deutschlands gegründet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hier in der Ruhstadt in Bochum und der Förderverein Ruhstadt. Genau, miteinander und verschiedener Kulturen. Die hatten sich als Aufgabe gestellt, das Leben miteinander zu verbessern. Also verschiedene Kulturen. Und ihr seht schon, hinter mir, ich filme das jetzt mal alles anonym, das ist hier so der Abhang. Da geht's runter. Da sind so sind Einfamilien-Bungalows. Und hier, wenn man hier rauskommt, begegnet einen schon so ein mehrgeschossiger Plattenbau. Und das wird nicht besser. Ja, da gehen wir jetzt durch. We'll be right back.
Das Ende dieses Stadtteilrundganges ist erreicht. Wir sind wieder an der Dr. Gerhard Pötschelt Brücke an der Ruhr-Universität. Jetzt hat es auch pünktlich angefangen zu regnen. Ja, das Resümee würde ich sagen, das ziehen wir gleich, weil wir müssen ja jetzt noch in unsere Homezone zurück. Das sind noch mal ein paar Kilometer. Genau. Aber vorab schon mal gesagt, das war okay, hat Spaß gemacht. Aber genau. Wir gehen jetzt erstmal noch ein Stückchen wandern. Ich zeige euch noch mal die Brücke da im Hintergrund. Kilometer 19, die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, das war sehr interessant, ein sehr interessanter Stadtteilrundgang. Es gibt wie gesagt 25 davon in Bochum. Ob wir die alle machen werden, das wissen wir noch nicht. Aber das ist doch mal ganz interessant, ein Buch zu verfilmen. Genau. Ja, was wirklich total spannend war der Botanische Garten dort mit dem Tropenhaus. Also da könnte man sich schon einen halben Nachmittag drin beschäftigen. War aber sehr warm da drin und sehr schwül, ist ja klar, wegen den tropischen Pflanzen. Ja, und der Chinesische Garten, der übrigens geschenkt wurde von einer chinesischen Partneruniversität. Und ich glaube im Jahre 1990, kann das sein? Oder 1970, ja, könnt ihr mal sehen, wir hätten uns echt besser vorbereiten sollen. Aber falls ihr da Bock drauf habt, wir empfehlen auch das Buch Bochum entdecken, 25 Stadtteilrundgänge. Das ist ja eingeblendet. Und ja. Was ein bisschen schwierig ist, ist nach dem genau. Buch zu gehen, weil wenn man die Straßen nicht so genau kennt, wir kennen uns genau. Zwar so ein bisschen aus, aber die Tour an sich mit dem Buch ist ein bisschen schwierig. Die Informationen, die da drin sind, sind total klasse und wichtig und wirklich lesenswert. Ja. Aber den Stadtteilspaziergang planen wir, glaube ich, das nächste Mal mit Komoot. Da machst du dann die Punkte, da sind so Punkte dann immer aufgeführt, also die Sehenswürdigkeit. Und dann soll Komoot die Strecke planen, weil dann braucht man nicht immer wieder das schwere Buch. Und ich werde auch mal gucken, ob ich das Buch nicht als E-Book bekomme, weil das ist ein richtig schwerer Klopper, das Buch. Ja, genau. Und das auf Dauer macht das keinen Spaß, so das Buch in der Hand zu haben und dann da die Straßen zu suchen und so. Naja, haben wir was draus gelernt. Ansonsten kann man das echt nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Städten nicht auch solche Bücher gibt. Was weiß ich. Herne entdecken oder so. Oder Köln entdecken gibt es bestimmt. Nur laut Axel Schäfer ist das Buch Bochum entdecken das aktuellste. Mit der allerneuesten Auflage. Und auch das müsste man schon wieder aktualisieren. Weil die Siedlung Lennershof, wie die Petra ja schon gesagt hat, ja fast gar nicht mehr vorhanden ist, die historische Siedlung. Genau. Das ist jetzt eine Neubausiedlung, ist auch ganz nice. Da sind ein paar Häuschen, da weiß ich nicht ganz. Nee, braucht man eigentlich gar nicht hin. Genau. Naja, bis denn dann so ist. So. Was auch noch schwierig ist, das wollen wir auch unbedingt noch sagen, wenn man, das ist wirklich ein, eher ein Spaziergang als eine Wanderung. Weil wir sind es ja gewohnt, 30 Kilometer oder wie viel auch immer am Stück zu gehen. Und ohne Pausen, ohne Stehenbleiben. Keine Pausen zu machen, großartig, vielleicht mal für ein Foto oder so. Aber dieses Stehenbleiben und Filmen und wieder, und weil da ja so viel war zum Beispiel im Botanischen Garten, steht man wirklich an jeder Ecke und macht was. Und das ist dann doch eher für einen Spaziergang geeignet als für eine Wanderung, muss man so sagen. Ich habe das Gefühl, wir hätten 40 Kilometer hier. Genau so. Kennt das womöglich, oder ich kenne das auf jeden Fall und die Petra auch beim Einkaufen oder wenn man Einkaufsbummel macht oder so. Genau, dann ist man da eher kaputter als wenn man 30 Kilometer genau, man hat ein paar Kilometer nur gemacht, aber ist total erschöpft, die Beine werden schwer. Das ist so nichts für uns. Das werden wir auch beim nächsten Mal anders machen, dass wir da durchmarschieren können. Alles klar, dennoch kann ich euch, was ich noch sagen wollte, wir bedanken uns bei mittlerweile 403 Abonnenten, das müsst ihr euch doch vorstellen. Ne? Das ist ganz toll, dass ihr unseren Kanal abonniert habt. Was uns aufgefallen ist, es gibt immer nur ganz wenige Kommentare.
Und das sind in der Regel zu 99,9% sehr nette, liebe Kommentare. Wirklich, da freuen wir uns jedes Mal drüber. Das merkt ihr womöglich auch, wenn wir die Antworten schreiben. Also das ist immer ganz toll, wenn ihr reagiert und auch mal so Vorschläge habt oder irgendwie sagt, ey, da wohne ich in der Gegend, wo ihr gerade wart. Das ist auf jeden Fall toll. Wirklich 403 Abonnenten, das muss man sich mal vorstellen. Wir waren völlig überrascht, dass es dann doch so viele geworden sind. Na gut, dann würde ich mal einfach sagen, bleibt gesund, alles wird gut. Eure Petra und Herbert vom Wandern im Ruhrgebiet.